Hallo liebe Photoshop-Freunde, ein weiterer Shorttipp steht euch nun zur Verfügung und das wird ein kurzer Shorttipp, so wie der Name auch schon sagt, werden wir heute aber mal das Augenlicht verbessern. Ja, wir werden dem Mädchen jetzt zwar keine Brillen aufsetzen, aber ich möchte euch zeigen, wie man mit ganz einfachen Hilfsmitteln eben Augen, Schmuck und Haare zum Glänzen bringt. Und das geht wie folgt, ihr braucht dazu die Einstellungsebenen. Falls ihr die hier oben in dieser Reihe hier nicht habt, findet ihr auch die hier im Fenster unter den Ebenen, beziehungsweise ihr könnt auch hier unten diesen Halbkreis anklicken und bekommt so auch eure gesamten Einstellungsebenen. Ich mache es aber so, ich habe mir die hier schon mal vorbereitet und werde jetzt auf die Belichtung gehen. Es macht uns, nachdem wir die Belichtung jetzt aufgemacht haben, rechts in der Ebenenpalette schon eine neue Ebene mit eben der Belichtung auf und wir können hier im Dialog alles verändern. In diesem Fall werde ich jetzt die Belichtung ein wenig nach oben ziehen, ungefähr bis 1+, so, und die Gamma-Korrektur wird auch ein wenig nach oben gezogen. Was bewirke ich damit? Mit der Belichtung werde ich das ganze Bild ein wenig heller machen, also ich werde die hellen Stellen noch heller machen und mit der Gamma-Korrektur mache ich die dunklen eben noch dunkler. Gut, ich verändere jetzt hiermit das gesamte Bild. Ich möchte aber nur die Augen verändern. Da wir hier momentan noch auf einer weißen Maske arbeiten, ist das gesamte Bild jetzt verändert worden. Deswegen invertiere ich das gesamte Bild mit Command und I. Was passiert? Ich habe jetzt eine schwarze Maske. Gut, und wenn ich jetzt mit weißer Farbe hier wieder in die Maske reinmale, kann ich eben genau diese Bereiche, die ich heller oder dunkler haben möchte, ausarbeiten. Ich werde jetzt hier mal in den Augen das Augenlicht ein bisschen heller machen. Vielleicht fällt das jetzt auf den ersten Augenblick hier nicht auf, aber wenn wir hier das Augensymbol ein- und ausschalten, seht ihr, was passiert. Ich habe eben den Glanz in den Augen verstärkt und das mit dieser Belichtungsebene. Ihr könnt jetzt natürlich auch, ich mache hier eine weichere Kante, alle hellen Bereiche in den Haaren zum Beispiel so ausarbeiten und so auch eine Art Dodge and Burn machen. Ich finde das eine sehr coole Technik, gerade hier bei dem Mädchen, wenn sie so viele Locken hat. Würde hier jetzt auch schon Schmuck im Spiel sein, wäre das eine perfekte Technik auch eben, um diesen Schmuck glänzender zu machen. Wir können das hier beim Glas auch noch ausprobieren. In Summe heißt das, alles was reflektiert, alle Highlights werden wie gesagt noch heller und alle dunklen Stellen werden noch ein bisschen abgedunkelt und ihr bekommt so mehr Kontrast ins Bild und könnt so euer Bild etwas knackiger und bezaubernder machen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich freue mich, wenn ihr bei einem weiteren Shorttip wieder mal dabei seid.